Ja, Atalanta hat sich in vielen Herzen der Fußballfans gespielt und in meinen auch. Und ich muss sagen, man kann wirklich aber mit erhobenen Hauptes aus dieser Champions League rausgehen. Man hat eine prima Leistung gezeigt gegen Paris Saint-Germain und man kann wirklich nur sagen, unglücklich am Ende rausgeflogen. In den letzten 3 Minuten konnte Paris Saint-Germain, und das muss man auch wirklich sagen, verdient seine Tore schießen. Die Chancen, die man liegen gelassen hat, hat man am Ende reingemacht. Aber heute gibt es eine kleine Analyse, wie beide Mannschaften erstmal aufgelaufen sind und warum Paris Saint-Germain erst gegen Ende wirklich zu Chancen kam und auch diese genutzt haben. Also direkt jetzt viel Spaß. Fangen wir mit Atalanta an, hier in Gelb, und Gasperini, greift mal wieder auf seine Fünferkette zu, muss man so sagen. Es sieht am Anfang nur so aus, als ob 3 Innenverteidiger hier in die Innenverteidigung stehen, mit Caldara, mit Toloi und mit Jimmy City. Aber auf den Außen hier Gosens natürlich, einmal der Deutsche, und Hartebo auf der anderen Seite haben natürlich dann oft die Fünferkette gebildet. In der Mitte war es Martens de Roon und Freuler, dann davor natürlich Gomez und Pasalic, und am vorne Duvan Zapata. Also so sah die Aufstellung bei Atalanta aus, und Thomas Tuchel, muss ich persönlich sagen, ging viel zu defensiv in diese Formation oder in dieses Spiel rein. Er hat natürlich auf Verratti und Angel Di Maria verzichten müssen. Di Maria ist gelb gesperrt und Verratti ist verletzt. Also da kann er vielleicht jetzt zurückhoffen. Er wird natürlich Di Maria wieder einsetzen können und vielleicht eventuell Verratti dann natürlich im nächsten Spiel eventuell gegen Leipzig oder Atletico Madrid. Aber im Tor natürlich Keylo Navas, ziemlich starkes Spiel gezeigt, konnte am Tor nicht wirklich was, aber wirklich sehr guter Torhüter. Dann davor haben wir eigentlich die typische Viererkette: Kimpembe, Thiago Silva, Kehrer und Juan Bernat, der diesmal nicht schuld war. Und davor Marquinhos, sehr oft die Saison als zentral-defensives Mittelfeld gespielt, wenn Verratti jetzt nicht unbedingt von Anfang an am Start war. Links daneben war Ngue und Herrera. Und davor war Neymar, Pablo Sarabia und Icardi. So sah die Aufstellung aus. Meiner Meinung nach viel zu defensiv, weil wir hier wirklich 4 und 7 defensive Leute haben, die nach vorne nicht wirklich viele Akzente setzen können. Also das ist jetzt eine ähnliche Spielsituation, wenn Paris Saint-Germain am Ball ist. Hier zum Beispiel Juan Bernat, und er hat vor sich die Dreier Defensivkette: Neymar, Icardi und Pablo Sarabia. Ich finde, Thomas Tuchel, wie gesagt, hätte vielleicht eventuell etwas offensiver auswechseln oder einwechseln können. Das hat sich gemacht, weil Neymar quasi alleine die Offensive leiten musste. Wir haben wenig von Pablo Sarabia gesehen. Er hat wirklich einen Nachteil, und zwar seine Schnelligkeit. Er ist gut am Ball, aber wenn man gesehen hat, als Mbappé reinkam und dort auf der linken Seite durch seine Schnelligkeit eben diese 1 gegen 1 Situation gehen konnte, hat man gesehen, was Pablo Sarabia fehlt, und somit fällt er quasi aus der Offensive raus. Und Icardi, ist unglücklich gewesen, weil am Anfang Atalanta ziemlich gut stand, ziemlich wenig zugelassen hat, sehr konzentriert, und er konnte nicht viel machen. Das Einzige, was er machen konnte, ist sich vielleicht mal absetzen, zurücksetzen lassen, fallen lassen und vielleicht mit Neymar die Position wechseln, aber da kommt ein Icardi eben nicht gut ins Spiel, weil er eben diesen Spielaufbau nicht machen kann wie ein Neymar. Sondern hast du halt nur einen Mann, und zwar Neymar, und wenn er am Ball war, und das musste er oft, denn der war die einzige Anspielstation, wenn es nach vorne ging. Das heißt, manchmal hast du sogar Neymar hinten sehen, der sich den Ball erobert hat. So, und dann heißt es 1 gegen 1, weil du hast hier 2 Spieler, die sehr gut gedeckt sind, und du musst versuchen, hinter dieses Mittelfeld zu kommen, um eben die Überzahlsituation zu schaffen. Aber sobald Neymar den Ball hatte, waren eben 2 oder 3 Atalanta-Spieler um ihn rum. Man hat eine sehr gute Situation sehen können, wie 3 Leute direkt bei Ballkontakt von Neymar ihn attackiert haben. Und so endet es immer mit Foul. Und ein Neymar, der sich dann aufgeregt hat und langsam die Lust am Spielen verloren hat. Oder der Ball wurde ganz erobert und man konnte einfach kontern. Kommen wir zum Treffer von Atalanta, und was da bei Paris Saint-Germain nicht gut geklappt hat, war wieder Pablo Sarabia. Und zwar in der Defensiv,
also in der Rückwärtsbewegung, da hat die Abstimmung mit Juan Bernat nicht gestimmt. Also so wie ich es jetzt hier aufgebaut habe, hat es angefangen. Dann hat Toloi gemerkt, okay, ich habe ein bisschen Platz. Der Innenverteidiger hat den Ball bekommen. Marquinhos hat sich dann zu ihm orientiert. Er bekam dann sehr gut den Ball zu Zapata. Und der hatte quasi, oder diesen Bereich hinter dem Mittelfeld dann überbrückt. Und so musste Kimpembe raus Richtung Zapata. Was hat Juan Bernat gemacht? Anstatt sich bei Pasalic sich zu orientieren, hat er mehr zurück in die Innenverteidigung reingeschoben und hat ihn quasi dann freigelassen. Marquinhos musste dann mit den Zweier mitgehen, weil Toloi ziemlich schlau gemacht hat, ist den Weg mitgegangen und hat Marquinhos quasi mit sich gezwungen reinzulaufen. Und so hatte man dann Juan Bernat, Marquinhos und Kimpembe, also 3-2 Situationen. Man hat Pasalic dann ganz rausgelassen. Zapata hat es dann versucht, hat nicht geklappt und abgefälscht kam er dann bei Pasalic und der hat dann sehr gut gegen den Lauf von Keylor Navas. Wie hätte man das Ganze lösen können? Also eigentlich ganz einfach, Pablo Sarabia hätte einfach diesen Schritt mit zurück machen müssen, um diesen Schuss zu verhindern. Klar, das müssen jetzt keine 3-2 Situation sein, man hat Thiago Silva hier noch und Kehrer. Aber quasi so eine Kette würde ich jetzt von Pablo Sarabia sehen wollen, wenn er merkt, okay, Juan Bernat rutscht rein, ich muss zurück, um eben dort zu versuchen, weil wenn der Ball da ist, wird er eh nicht gefährlich und deswegen muss ich schauen, dass ich auf jeden Fall vor dem Mann komme. Er stand tatsächlich auch nicht sehr weit weg von Pasalic, von daher habe ich mir echt diese 10-15 Meter von ihm gewünscht, um eben diesen Schuss zu verhindern und dann hätte es das 1-0 gar nicht sein müssen. Bevor wir zu Choupo-Moting kommen, möchte ich erstmal nur den Wechsel von Kylian Mbappé erklären, warum das positiv für Paris Saint-Germain war. Also Pablo Sarabia und Kylian Mbappé 1-1 Besetzung. Bloß, dass Kylian Mbappé mehr quasi über, wirklich zu der Seitenlinie rausging, kaum es in die Mitte gesucht hat. Ich glaube, das war wirklich auch Anforderung von Thomas Tuchel, dass er dort von Juan Bernat gespielt werden sollte und dann auch von der Seitenlinie wirklich ins 1-1 gehen sollte. So, und der bringt quasi die Schnelligkeit, neue Ideen, denn er muss jetzt wirklich wieder hier 2 Innenverteidiger rausrücken lassen und so musste ich jetzt wieder Atalanta verschieben. Neymar ist jetzt nicht unbedingt der einzige Spieler, der das Spiel machen muss und somit hat Kylian Mbappé die Möglichkeit, eben das Spiel von links auch jetzt mal gefährlich zu machen. Was ich hätte jetzt in den 10 Minuten, wo Icardi noch drin war, sehen wollen, dass er eben diese Wege geht, die Choupo-Moting gemacht hat. Ich glaube, die Ausdauer hat es nicht mehr mitgemacht. Nochmal zurück, nochmal vor, nochmal die Grundlinie zu laufen, um dort eben nochmal gefährlich zu werden. Aber das, was halt Kylian Mbappé kann, ist einfach zur Grundlinie und das hat einfach Sarabia nicht gekriegt. Man sieht es auch am letzten Tor, das war wie eigentlich das klassische Fußball, passt zur Grundlinie in die Mitte rein und der Stürmer schiebt ihn rein. Also 1-1 Situation hat er fast alle machen können. Er hatte eine Riesenchance, 1-1 Torhüter, muss ich aber auch wirklich loben heute. Der Torhüter hat super gehalten, Kylian Mbappé nicht gemacht. Neymar kann jetzt diese Wege spielen zwischen den Innenverteidigern und Mbappé muss quasi nur mit dem Ball hinterlaufen und der Innenverteidiger kriegt das nicht hin, zu schnell. Und wieder 1-1 Situation, da gab es noch, glaube ich, einen zweiten Innenverteidiger, der dann geschafft hat, noch diesen Ball abzuwehren. Also ganz viele Möglichkeiten mit Mbappé über lange Wege. Neymar hat jetzt einen Anspielpartner gefunden und das hat eben Paris Saint-Germain wieder zum Leben gebracht. So, jetzt aber die wichtige Einwechslung von Choupo-Moting und er hat eben das gemacht, was Icardi in den letzten Minuten ein bisschen so die Puste ausgegangen ist. Kommen wir also zur ersten Situation vom Tor von Paris Saint-Germain. Julian Draxler spielt auf Choupo-Moting. Er geht ins 1-1, kann ihn überholen, den Mittelfeldspieler von Atalanta und ist quasi durch, bringt jetzt eine klasse Flanke auf den zweiten Pfosten, ist eigentlich noch ungefährlich und hier muss man sagen, hat wirklich die Nummer 3 von Atalanta verschlafen und zwar Caldara, denn all seine Teammates, ich glaube schon, dass Toloi Neymar gesehen hat, dass er hinter ihm ist, aber er hat sehr stark auf seine Mitspieler sich verlassen, dass dort die Abseitslinie eben aufgehoben ist, denn Julian Draxler war auch auf der Höhe von der ganzen Verteidigung und die Nummer 3 hat leider dieses Abseits bisschen aufgehoben. Es war wirklich nur ein halber Meter, wo Neymar und die Nummer 3 auf der gleichen Höhe standen und Neymar kommt wirklich auf gut Glück den Ball noch rein, möchte ihn wirklich auch wirklich selbst machen.
Kriegt ihn nicht gut geschossen und am Ende ist Marquinhos dort in der Mitte, trifft sogar einen Innenverteidiger und dann entsteht das Tor. Also da hat wirklich die Abstimmung hat nicht gestimmt, das muss man aber auch wirklich sagen, nach gefühlt 90 Minuten so einen kleinen Fehler und dann wirst du auch hart bestraft von Paris Saint-Germain und das steht 1:1. Und dann kam es, wie es kommen musste, ja, Atalanta 3 Minuten später kassiert noch ein Tor, am Anfang als nach einem ja, also Atalanta war aufgerückt, dann hatte Neymar den Ball und hat den Abschluss gesucht. Der Ball kam dann raus zu Thilo Kehrer und da Atalanta ein bisschen aufgerückt war, war hier eben die Nummer 8, also der Spieler, ein bisschen weit gerückt und konnte Neymar nicht gleich decken. Und das Problem auch, dass zwei Spieler sich Thilo Kehrer vornehmen wollten. Beide Spieler sind Thilo Kehrer vorgegangen und wollten den Ball wegnehmen. Er spielt auf Neymar raus, der Achter versucht zurückzukommen, der andere Innenverteidiger geht in Richtung von Kylian Mbappé und jetzt habe ich gesagt, warum Kylian Mbappé im Vergleich zu Sarabia eben diesen riesen Vorteil gebracht hat. Neymar musste nur zwischen die Lücke spielen, Mbappé viel zu schnell für den Innenverteidiger. Choupo-Moting lässt sich einfach in die Mitte fallen, kriegt den Ball, macht das Tor. Also simpler Fußball wirklich, was man eigentlich im Jugendalter gelernt bekommt. Spiel in Linie runter, der lässt einfach in die Mitte den Ball rein und der Stürmer macht das Tor. Und so musste Atalanta sich am Ende geschlagen geben, weil, ich muss sagen, Thomas Tuchel es doch dann doch begriffen hat, am Ende gescheit zu wechseln. Vielleicht war es auch natürlich die Einwechslungen von Choupo-Moting, von Julian Draxler, die das Ganze eben auch ausgewirkt haben. Vielleicht hat er zu wenig Vertrauen in seine Auswechselspieler wie ein Choupo-Moting, der klasse gezeigt hat, seine erste Flanke zum Tor, das zweite selbst gemacht. Also für mich auch nach Neymar auch ein Man of the Match auf jeden Fall. Und somit ist Paris Saint-Germain weiter verdient oder nicht? Werden wahrscheinlich jetzt viele Nein sagen, weil wir alle die Daumen gedrückt haben für Atalanta. Aber man muss sagen, unterm Strich hatte PSG die Chancen und am Ende haben sie es eben gemacht. Und Atalanta fehlt eventuell diese Erfahrung in der Champions League, auch in den letzten Minuten konzentriert zu bleiben. So, der Gegner Leipzig oder Atletico Madrid, das gibt natürlich auch als nächstes Video auch so eine Analyse dann. Also schalt gerne wieder ein zur Analyse von Atletico Madrid gegen RB Leipzig. Und dann bin ich mal gespannt, wer dann gegen Paris Saint-Germain im Halbfinale spielt. Somit ist mein Tipp Atalanta gegen Bayern München im Finale leider vorbei. Wenn auch nur knapp. Ich bedanke mich fürs Einschalten, Leute. Eure Meinung gerne in den Kommentaren, die wir diskutieren dort weiter. Bis im nächsten Video. Euer Ahmed. Ciao, ciao.